Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play auf diesem Kanal. Aus historischen Gründen, wir haben gerade den 3.10.2024, 20 Uhr. In wenigen, in gut einem Monat und 17 Tagen kommt Stalker 2 Heart of Chernobyl raus. Und ich habe mir gedacht, dass ich bis dahin die ganze Stalker Trilogie durchspielen und halt eben auch Let's Playen werde. Es ist ein sehr kurzes Zeitfenster, aber wir werden es hinkriegen. Und wir fangen jetzt schon mal an. Was jetzt schon mal? Wir fangen jetzt an, was übrigens sein muss. Wir fangen natürlich dann mit dem ersten Titel an, nämlich Shadow of Chernobyl. Und ohne große Umschläufe fangen wir direkt an. Übrigens, das ist kein Blind Let's Play. Ich kenne dieses Spiel schon. Alles klar. This one seems to be alive. What a lucky guy. At least death would have saved him from the dreams. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head. What have you got? A body. It came from the death truck. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on this. This is a live one. Bullshit! You are lying! Let the zone take me if I am. Put it here! I think, for this one, I can give you. So, marked one, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Trella guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. What are you standing there for? Come closer. I don't bite. So, und hier sind wir nun in der Zone. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde, aber ich habe manchmal entschieden, meinen Text sowie den Text der anderen vorzulesen, wenn da was steht. Ich werde aber das Spiel nicht spielen, als wäre es blind. Also, ich kenne alles. Ich werde auch jede
jeden Trick und Tipp ich kenne benutzen. Und ich werde auch natürlich das Wissen weitergeben. Seht es als halb Walkthrough an. So, wir gehen jetzt zu Sedovic und ja, wir talken ein bisschen mit ihm. Either I brainwash you, like I usually do with all the rookies, or I treat you like a real stalker and I give you a mission straight away. Da ich das alles ja weiß, das gibt mir eine Mission. Got a job for you, Marked One. I want you to find a stalker called Nimble. He was carrying some very important information. He disappeared somewhere near the bridge. Find him. Dead or alive, I don't care. I need the flash drive with the info. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows where that guy can be. Go on. That's all for you. That's all for now. Bring me the flash drive and we'll consider the fact that you've partially paid me for saving you. Your task. Get information from the scout. Talk to Wolf. Okay, I'll try. Gut. Und auch so Synchronisation, Localization. Das Spiel ist ja aus der Ukraine. Und ich werde jetzt nicht so tun, als würde es die ukrainische Sprache nicht geben. Hunting, vielen Dank, Sidovic. Ich werde jetzt nicht so tun, als ob die ukrainische Sprache nicht geht, aber das Problem ist halt, das Spiel kommt 2007 raus und einige Localization-Files haben es nicht rüber geschafft. Es gibt einen Mod, um diese Stimme wiederherzustellen, aber ich dachte mir, um halt ein klares und deutliches Bild von diesem Spiel zu malen, spiele ich jetzt Vanilla wie möglich. Die einzige Mod, die ich installiert habe, ist die Zone Reclamation Project Mod. Ja. Die fixt Bugs, fügt Autosaves hinzu. Oh, also richtige Autosaves, die ein bisschen besser platziert sind als im Original, weil im Original waren die wirklich rar platziert. Und einige Konfigurationen habe ich geändert, so dass es halt für den Zuschauer angenehmer ist. Aber dieses Spiel ist so Vanilla, wie es geht. So wie es auf der Konsole erleben würdet oder wie es halt eben auf dem PC erleben würdet. Und da es die ukrainische Sprache samt Untertitel nicht wirklich gibt, also werden wir die Main-Reihe hauptsächlich auf Englisch spielen. Weil die ist auch ziemlich ikonisch. Und wenn Stalker 2 rauskommt, werden wir Stalker 2 dann eben in ukrainischer Sprache und dann mit englischen Untertiteln spielen. So. Obwohl ich halt ganz klar das alles auf Deutsch kommentiere, aber ist mir relativ egal. So. Aber bevor wir die Mission annehmen, gucken wir uns noch ein bisschen um. Weil in diesem Rookie Village gibt es sehr viel hilfreiches Zeug, mit dem man was machen könnt. Was ist mit dem, was man könnte, mit dem man halt Vorteile habt. So. Hier ist Wolf, wir müssen mal reden. Hi, why are you here? Hi, I need to see Nimble. Would you know where I could find him? Nimble got a raw deal. His group was attacked by some bandits a little ways from here. All he could do was send me an SOS message. It looked like his pulse went under. My guys told me these bastards are now at the old car park, the one across the road. You don't rescue your own people from prison? Not what I would call friendly. Or is it that you are just too weak to do it? I'd bop you one, but what's the use? It's not that simple. I got a too few people, and even those I got are mostly rookies. I can take that risk. If you lose this camp, things will get even worse for all the stalkers out here. And what about yourself? If you aren't too scared, I won't let my pride make me say no to a helping hand. So will you help me to deal with this fuck? Think I could do it alone? Nah, you stand no chance on your own. My scouts are good soldiers and right now they're right behind those freaks. Together you can make a run for it. What do you think? You got the guts? I could help you with a gun. I'll try. The texting is weg. Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over. All right, Wolf, send him in. As long as he stays out of the way. Out. Gut, jetzt haben wir das Messer bekommen. Mit dem Messer können wir richtig gutes Zeug machen, nämlich. Gehe ich jetzt nicht. In einer Alpha-Mod ist hier hinten das. So, wir haben gerade 6 Uhr morgens, deswegen geht gerade die Sonne auf. Und ich könnte mal anfangen, Lore zu droppen. Ich werde natürlich nicht spoilern, ich werde natürlich nichts vorwegnehmen. Ich werde natürlich euch behandeln, dass ihr das Spiel noch nicht kennt. Und du lasst auch Spoiler. Spoilers werden sofort gelöscht. Und je nachdem, ob ihr es nochmal macht, werdet ihr halt gesperrt auf dem Kanal. Das ist klassisch halt eben. Ich werde keine Rücksicht auf Spoiler. Nee, also Leute, die Spoiler nehmen. Oh, hier unten muss was sein. Ja, hier ist Essen. Und falls ihr das letzte Mal spielt, egal ob Konsole oder PC, tut mir leid. Ich werde ein Video natürlich leiser drehen, dass es nicht nervig ist. Sucht dieses Village ab.
Es müsste eigentlich immer die gleichen Spawns geben, manchmal variiert, aber... Also bei mir variiert manchmal, ich spawnt hier was bei mir, aber... Ich hatte den letzten Playthroughs nicht so viel Glück gehabt. Hier unten soll ich was zu essen. Dann gibt es hier... Ja, ich pack mein Messer weg, damit er nicht rumschlägt, damit er keine Panik bekommt. So, dann gibt es hier... Genau, hier gibt es ein Medikit. Hier gibt es nichts. Soweit ich weiß. Ja, ich pack schon weg. Da oben sollte nicht sein. Hier oben ist noch was, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Da müsste aber eine Kiste sein. An die man aufschlagen kann. Nicht die, das ist eine Kiste, das ist ein Stash. Der aktiviert sich erst, wenn man einen Spot gefunden hat. Hier hat er diesen Spot gefunden, aber ich werde es dir gleich erklären. Ist hier was in der Kiste nicht drin? Nee. Okay, hier ist ein... Die Kiste für ein Lager, das könnte benutzt als Lager. So. Ja, ich könnte noch ein bisschen erzählen. Also. Stalker ist von dem ukrainischen Team GSC World. Welches die Inspiration vom gleichnamigen Sowjet-Kunstfilm Stalker hat von Lass mich nicht lügen an Andreas oder Andres, ich weiß nicht genau seinen Vornamen, auf jeden Fall der Stalker-Film von ich verarsche euch nicht Tarkovsky, also so heißt der Regisseur, der Stalker gemacht hat. Da ist Tarkovsky, Alter. Und quasi geht es um Stalker um Folgendes. Nach der ersten Katastrophe, der Nuklearkatastrophe am 26. April 1986 in Pripyat an dem Kernkraftwerk Tschernobyl, gab es eine zweite Katastrophe. Aber diese zweite Katastrophe wurde durch etwas anderes ausgelöst. Was es ist, weiß ich schon, aber ich werde es euch nicht sagen. Und diese Katastrophe hat zur Folge gehabt, dass sich jetzt eben diese Zone hier gebildet hat. Eine fremde und quasi schon außerirdische Welt, in der sich Mutanten sowie abnormale, übernatürliche Artefakte gebildet haben und Phänomene, die die normale Physik nicht beschreiben kann, sogenannte Anomalien. Die werden wir noch im Laufe des Spiels noch finden. Ich zeig sie gleich. So. Da haben wir übrigens angesprochen und unten links haben wir Information about the Stash. So, wenn wir jetzt die Web checken. Na komm. Wenn wir jetzt die Web checken. Die haben gerade mit mir geredet und gesagt, so, sollen wir den abknallen? Der so, nee, lass ihn noch ein bisschen leben. Wir haben nun den Körper aufgehoben und dadurch haben wir diese Markierung auf der Karte bekommen. Wie Gorit Backpack is near the village. One of the stalkers disagreed with something that ate him. Check out his goodies, but watch your baddies. Baddies, cool. Ja, das Medikit aufgehoben, das geben wir diesem Mann hier. Oh damn, the pain is too much, I'm dying. You alive? I'm okay, bleeding all over though. Give me a medkit, will ya? I can't reach it. Here you are. Thank you, Marked One. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. Thanks, Brent. A little longer than all you want. What the hell happened? We were coming back from a scouting raid, came across some gangsters. They just shot us. One of our guys got killed right there. They grabbed Nimble because he started shouting about knowing where to find a cache full of artifacts. I played dead and that saved my ass. I need to see Nimble, I'm going after him. Wanna keep me company? Oh man, right now I'm as good as a fight as a pair of old socks. I gotta get some of my strength back and return to the camp. I let the people know how much you helped me. Thanks again. Okay, you do that. Get well. So. Normalerweise würde es... Also wenn... Das Spiel kam unter einem ziemlichen
Entwicklerdruck und Developmental heraus und viele Sachen sind nicht fertig implementiert. So wie ein vollständiges Karma-System. Also man hätte ihn töten können und die da hinten hätten mich dann angegriffen. Gut, aber das Dorf hätte mich dann in Ruhe gelassen. Zum Beispiel. Also es hat sich nicht groß unser Karma verschlechtert oder verbessert. Ich mache es dennoch, weil es meiner Meinung nach das Richtige ist zu tun. Hier ist ein paar Doggos. Ich finde die Leiche. Ich weiß nicht, ob da immer was spawnt, deswegen. Mal ist einfach mal so. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier seht ihr das. Die haben keine Augen mehr. Nach der zweiten Katastrophe, die man auch Emissionen nennen könnt, seht ihr das? Moment. Ich rufe mal die Pistole ab. Ich wollte gerade ranzoomen. Aber die haben keine Augen mehr. Und, da wollte ich ja gerade sehen. Die haben keine Augen mehr, weil durch diese Emission, durch diese zweite Katastrophe, wurden Art. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann es echt nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre. Ich sage es mal so: weltverändernde Strahlen abgesondert, die halt eben die Biologie des Tieres verändert haben, so dass halt eben Lederlappen über das Auge gewachsen sind und sie nicht mehr sehen können. Sie koordinieren sich quasi nur mit ihrem Geruchssinn und greifen nur in der Gruppe an. Ansonsten lassen sie den Spieler in Ruhe. Und das ist mit den ganzen Tieren passiert. Also es ist mit den ganzen Tieren passiert, dass sie eben solche Mutationen oder maßgeblichen Veränderungen haben. Die Hunde hat es nur leicht getroffen. Andere Tiere haben es aber schwerer. Gut, aber reden wir nur mal mit dem Leader hier. Und pipe down, man. Let me fill you in. Ich weiß, das Spiel ist eigentlich ein Shooter. Ich weiß, es ist eher ein Story-driven Game, wie den charakteriert. Aber wir haben sehr viele Personal Notes und viel Geschichte hier. Und Enzyklopädien. Ich bin ehrlich, ich werde das alles nicht vorlesen. Aber wenn ihr Hilfe braucht oder nicht versteht im Spiel, was zum Beispiel ein Springboard-Anomalie ist oder was der Stoneflower-Anomalie ist und wo das herkommt oder wie die Binoculars funktionieren, wie irgendwas. Alles steht hier im PDA drin. Übrigens 2012. Was ich aber lesen werde, sind die Diaries. Aber nicht jetzt. Erstmal machen wir die erste Mission. Werde ich mal mit Betrucher. Hello, Wolf has already sent word of you. You got any questions? Yes, how many bandits in the camp? 7 or 8 people, 2 by the gate, 2 more in the building to the right near the fire, and another 2 in the one of the left. That's where they're keeping nimble. Someone usually hangs around the yard as well. That's about it. Shall we say a prayer and go? Let's go round up your men. Men, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on. Ich mache einen Hard Safe, also ein Safe, was ich verrecke. Ja, komm, lauf. Der Combat in Shadow of Chernobyl ist nicht gut. Die Idee dahinter und was man da alles halt, also wie es halt eigentlich gestaltet ist, ist ziemlich gut. Es ist cool gemacht. Es ist sehr authentisch für ein Spiel wie das hier, aber ihr werdet Probleme haben. Also erwartet nicht, dass es so gut funktioniert, wie es eigentlich sollte. Gut. Wisst ihr, was ich meine? Ah, fuck. Übrigens, die Iron Sights Game macht die Waffe nicht genauer. Es kann helfen, wenn man halt reinzoomt, aber bei der Pistole ist es eigentlich nutzlos. Und ihr müsst wirklich den Kopf treffen. Weil das Spiel funktioniert so. Es hat Schadenswerte für die
einzelne Gliedmassen wie Finger und Arme. Wenn ihr Arme trifft, so wie die Finger eines Gegners, wenn ihr Finger oder Arme von einem Gegner trifft, dann zählt dort der Damage dazu. Das heißt, wenn ihr den Oberkörper trifft oder den Kopf und sehr viel Schaden machen würdet, aber er trifft zum Beispiel die Finger oder Arme, dann macht er nicht so viel Damage, weil die Arme und Finger nicht so viel Damage geben. Ne? Also er schießt auf den Brustkorb. Das zieht 50 HP zum Beispiel ab. Zum Beispiel. Wenn man jetzt auch Armor noch ignoriert und so. Wenn er jetzt aber auf die Finger schießt, wo die nur so 10 HP abziehen würden, oder bei den Armen, wo es nur 20 HP abzieht, dann macht ihr nur 20 HP Schaden. Kugeln haben hier keine Penetration. Das heißt, ihr müsst genau den Kopf treffen, damit der Schaden da registriert wird. Ja, das ist die brutale Realität in Stalker. Gut, wir haben alles geklärt, jeder ist tot, jeder Bandit ist tot. Wir können nun anfangen, hier Nibble zu befreien. I owe you, brother. I could never thank you enough. Thanks, brother. You did a great service. I don't even know how to thank you. Listen, Rated Flash Drive, you were talking to the trader. Do you have it? Yeah, I got it. Those barons can't even do a proper search. Well, what the heck did take it? After all, you saved my life. It was well hidden, but these fucks can't risk for shit. Thanks, where did you keep it anyway? Who knows, might come in handy. I didn't keep it down there, so don't worry. I've worked for Trader, that's der Name, for a long time, so I can store information safely. By the way, I told the fucks a nice little story about a cache full of artifacts and they ordered one guy to go there. The cache exists, but it's only got one artifact. I can give you its coordinates if you want. Sure, thanks. But don't forget, there's a lot of wild animals there. Besides, the gangster's descent is armed with more than a scoop and a shovel. So be careful. Thanks, man. Thanks, you too. Fight the perfect suit. Das ist der letzte Job, den man haben kann. Ich mache am Anfang die Anfangsjobs, damit wir ein Startkapital haben. Aber ich werde jetzt nicht wirklich viele Sidequests machen. Weil wir haben die Zeit dafür, finde ich. So. While I was in captivity, I heard the bandits talked about their secret stash, where they keep the Haber? Ich kenne das Wort nicht. Heard that they hit a cool code there, and the next day some monster got his eye on the stash, and he became so interested in it that now they're afraid to go there. Do me a favor, bring me the suit and I'll pay you well. Okay, I'm up for it. Gut. Und jetzt machen wir den hier. Zoom, zoom, zoom. Wir rennen nämlich da hinten hin, wo das ist. Clearen die Höhle, nehmen den Anzug und bringen es wieder zurück. Und hier ist eben eine Anomalie. Hier ist eine Anomalie. Und ich werfe mal. Wo ist am Bolzen? Die war das. Ja. So, sieht es ja rumwabern und flackern. Ich hoffe mal jetzt meinen Bolzen rein. Nämlich ist es eine Anomalie, die die Gravitationswellen an dem Bereich stark verändert. Ja, während hier überall normale Gravitation herrscht, herrscht hier ein unregelmäßig starkes Gravitationsfeld, das hier so am Aufpochen und Aufwabern ist. Ja, wenn man da reinläuft, wird eben die Kraft, es versuchen, einen runterzudrücken und runterzupressen. Ich speichere mal, ich will es kurz zeigen, ich renne da durch. Sieht halt eben nicht sehr spektakulär aus, aber naja, es drückt auf euch ein und ihr kriegt dadurch Schaden. Und dadurch wird ein schönes Artefakt geformt, das nennt sich Bloodstone oder so. Und das entsteht dadurch, dass halt eben jemand da reingerannt ist, gestorben ist und die Gravitation wird immer noch weiter ausgelöst werden und immerhin weiter diesen Mann oder diesen Menschen halt so weit zerdrücken, bis sein Blut und seine Gedärme und Knochen dort gefestigt sind wie ein Stein, den man später aufheben kann. Dieses Artefakt.
So entstehen zum Beispiel bestimmte Artefakte. Manche entstehen einfach nur aus der Anomalie selbst. Es ist wirklich interessant und wirklich auch ein bisschen abgefuckt. Das meinte auch übrigens der Stalker am Anfang, der uns gerettet hat. Der hat eben gesagt, so, wie der could save us from the dreams. Weil dieser Ort. Oh fuck. So, raut jetzt ab. Weil dieser Ort ist real. Also, der existiert in der echten Welt. In Stalker, jetzt nicht in. Also, die Tschernobyl-Sperrzone gibt es natürlich nicht, aber die ist nicht so. Muss ich keinen erklären. Also das Spiel ist kein es ist ein Traum, sondern das Spiel ist wirklich real. In dem diese Zone existiert und, auch, und das auch passiert ist. Es ist kein Silent Hill, was man sich im Kopf so vorstellen muss, also das Kopf meistens abspielt. Und, aber die ist gleichzeitig so traumhaft nicht real. Weil du hast solche Sachen wie diese Anomalien, Artefakte. Mutanten oder Lebewesen, die eigentlich gar nicht existieren würden außerhalb dieser Zone. Und so weiter. Und andere Phänomene, die noch nicht erklärbar sind. Und das meinte er halt eben, the death would have saved him from the dreams, weil mit Dreams können auch Nightmares gemeint sein. Und die Zone könnte für viele Nightmares sein. Gut. Stormflower bekommen. Was ein Artefakt ist. Artefakte, wenn man sie anlegt in einen Gürtel oder halt einen Anzug, können sie ihre Fähigkeit entfalten. Das Spiel hat sehr, sehr, sehr leichte RPG-Elemente. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich habe das verdrückt. Ich P. So. Hier haben wir Stoneflower. Born in the Springboard Anomaly, this artifact is found in only a few areas in the zone. The bits of metallic compounds create a beautiful light play. It is very calming to study. This artifact at night by the fire. Das erhöht die Strahlung um 5. In einer Sekunde? In einer Minute? Ich weiß nicht genau. Aber es erhöht unsere Widerstandsfähigkeit, also gegenüber Kugeln um 3%. Ich riss es mal aus. Ja, Bulletproofing. 19% wegen unserem Anzug und plus 3% wegen dem Springen. Wegen dem Artefakt hier oben in der Reihe. Aber letztlich seht ihr das hier? Der Reiter Verstrahltheit geht hoch. Deswegen machen wir sie raus. Nach einer Zeit geht es auch wieder weg. Also es wird jetzt nicht die ganze Zeit da bleiben. Es geht auch nach einer Weile weg. Wenn es aber höhere Level erreicht, zieht es mehr unsere AP ab. Wir müssen dann Wodka-Gegner dagegen trinken. Natürlich ist das nicht echt. Also Wodka hilft nicht gegen akuten radioaktiven Vergiftung, sondern eigentlich gar nichts. Aber es wurde halt damals den Leuten in Chernobyl gesagt, beziehungsweise den Arbeitern, Wodka hilft dagegen. So. Stoneblood, genau das meinte ich. Aber es wird durch eine andere Anomalie gemacht. It's quite an ugly reddish object made of pressed together and curiously bent polymerized remnants of plants, soil and bones. Quite widespread and not very effective. Erhöht Health Regen um 200%. Ich riss mal aus. Seht, der P-Balken geht schneller hoch. Aber es macht hier Resistenz gegen Stöße, gegen Kratzer von Tieren und Kugeln 10% weniger. Und das deckt sich, ja. Wir können die ganze Reihe voll machen, dann habt ihr zwar, ach du Scheiße. Zwar habt ihr dann, 1000% Health Regen, aber ne, 50% Minus auf alles. Und wenn es sogar in den Minusbereiche geht, dann kriegt er noch viel mehr Schaden dadurch. Also es lohnt sich nicht, Stoneflower zu oder deren Erweiterung auszurüsten. Kleiner Pro-Tipp. Viele sagen, macht das, aber macht das nicht. Es ist dumm. Es ist wirklich dumm. So, falls ich gesagt habe, da oben war halt eben der Anzug, den ich gerade trage. Das ist ein Merc-Suit, den die meisten Mercenaries tragen. Gut, gehen wir kurz mal zu Wolf. So, folgendes. Hier. You guys and I made it A-okay at the car park. That's awesome, man. Here, take this. That's my personal reward for you. And if you see my friend best in your travels, tell him I sent you. He keeps a stash of ammo he doesn't use up high in a tower at the garbage vehicle graveyard, where the bandits don't think to look. Items received, jellyfish. So. Sagen wir nach dem Job. Machen wir hier die Wildschweine-Dinger kaputt.
My friend and I had a storage here not far from the car park, where the forest is more dense. Basically just what you need, but recently the boars made a lair there, and now we can get to the storage. Help kill the boars, and I thank you for myself and for my friend. I'm up for it. Gehen wir kurz dahin, das geht sehr schnell. Nämlich ist das Moment, genau hier, direkt da vorne beim Dorf. Mach ein bisschen schnell, weil ich glaube, es geht die Sonne runter. Ja, es geht die Sonne runter. Und auch wenn die Nacht sehr gut manageable ist, vor allem dieser Mod, weil es nicht arschdunkel ist, will ich den auch nicht die Nacht draußen verbringen. Die hatten nichts. Hatte der was? Der Medikit. Ich bin mir sicher, ich habe die Drop Rate von Munition nicht wirklich gerne in den Config-Files. Aber ich krieg aus dem Grund sehr viel Munition. Ich werde einfach das lassen. So wie es ist. Gut, okay. Boah, der ist kaputt. Da gehen wir sofort zurück und holen unsere Belohnung ab. Weil er hat ein Artefakt für uns. Und ich glaube, er hat auch einen Job für Artefakt. Und dann, wenn wir das Job für dieses bestimmte Artefakt haben, können wir es direkt abgeben und dann noch mehr Geld machen. So, einmal hier für den Job. Gib her. So, jetzt habe ich Wrench bekommen, das ist ein Artefakt. Der Job. Hier. Das soll die Münze in der Farm. Okay, das ist was anderes. Einmal freut. So. Diese Quests kann man anfangen machen, weil die sind relativ einfach und direkt an mehr oder weniger am Ort. Für spätere Quests werde ich das nicht mehr machen, weil. Keine Zeit. Keine Zeit. Und Zeitquests sind eh nicht so wichtig. Wenn man einmal sich established hat und das Geld reinbekommt. Greetings, Mark One. Did you manage? The situation has become clear. Where's the flash drive with the info? Here it is. Great. I need a job. Erstmal hier. Eliminate 2 burners at the garbage. Werde ich machen. Hier. Find the jellyfish artifact. I'm up for it. So. I'm here for the job. Zack. Wir haben Jellyfish verloren, aber dafür so unser Geld und unsere Wodka bekommen. Ich brauche die Artefakte sowieso. Ich bin kein Hater von Artefakten, aber ich bin auch niemand, der darauf wirklich angewiesen ist. Ich bin quasi ein Purist. Ich weiß aber nicht warum. Einfach weil ich keine guten gefunden habe, außer Ausdauer erweiterbare Artefakte. Na gut. Mit der Job, was hat er noch so? Find the Stoneflower Artefakt. Ich glaube, ich müsste es haben. Okay, dann leave. What is this? Ja, hier. So. Hab ich auf den Job. Hab direkt wieder 3000 bekommen und einen Wodka. Jetzt schon 4500 Rubel gemacht. Purge area from mutants. There's one thing pretty easy. They want to bring some foreign tourists over. He paid some dough to my homies to get to look at the zone. And the area where they're gonna show him around needs to be cleared of mutants. Will you do it? I'm up for it. So. Bevor wir die Main Quest anfangen, räumen wir kurz auf. Das sind die bei der Farm dort oben. Gut. So, da müssen wir kurz diese Location hier klären, das ist kein Problem ist. Und dann. Okay. Ja, die Special Task holen wir gleich. Erstmal machen wir kurz die kleine Quest da. Die geht nicht lang. Wir holen auch dann direkt hier den Stash. Dann den Stash. Und vielleicht auch noch den Stash. Oh fuck, bin direkt in der Mühle gelaufen. Deswegen nicht mit Peter hier voll Sprinting wo rein drin. So. Hier ein bisschen mal rummanövrieren. So, wo ist das Backpack? Diesen Detektor, den ihr hört, das ist übrigens ein Detektor, wie nah man an Anomalien ist. Ich war gerade ziemlich nah an Anomalien. So, alles mitnehmen, wenn das Stash geklärt ist. Okay. Laufen wir hier rum. Packen wir die Shotgun aus. Wildschweine haben einen dicken Schädel. Die Wildschweine haben einen sehr dicken Schädel. Das heißt, so Pistolen oder kleine Maschinenpistolen werden da nicht durchkommen. Aber Gewehre, großzügige Gewehre und Shotguns kommen da durch. So gut, ich glaube, wir müssen die Hunde hier töten. Machen wir mal. Okay, ist tot. Für die will ich nicht wirklich Shotgun-Munition verbrauchen.
Ich hab's sehr verämmt, tut mir leid. Und Waffen haben eine Max-Range, also Pistolen reichen bis maximal 20, also 15, 20 Meter und danach sind sie nicht mehr effektiv. Okay, das wird tatsächlich schlecht. Ja, okay, der Reinhardt sind Soldaten, mir kein Problem. Hier noch ein Schuss hinterher. Hier ist ein Artefakt. Artefakte kann man übrigens anschießen. Da bewegen die sich. Und ich will ihn an die Ecke da schießen, damit ich das greifen kann. Nämlich gehen wir hier ran. Hier hoch. Hallo? Sag mal. Ach, Junge. So, und du kannst aufheben. Nice. Und das Dash, den Stash haben wir auch. Der Stash ist nämlich hier ganz, ganz weit oben. Mich hier hoch. Dann hier. Da geradeaus. Da ist eine Kiste, die man aufsprengen kann. Also Soldaten lassen einen normalerweise nicht durch. Also man bringt sie um oder man schmiert sie. Ich bringe sie meistens um, aber ich werde erstmal nicht umbringen, weil am Anfang muss man Ressourcen sparen und man ist wirklich schwach, deswegen. Falls ihr das zum ersten Mal spielt, chillt einfach mal ein bisschen. Außer ihr seid solche Pros, dann macht ihr die einfach kaputt. Das ist ein Artefakt gewesen, nämlich. Wie heißt das? Ich weiß nicht gerade. Ich stecke sie fest. Weil es nie. Fuck. Wie komme ich jetzt raus? Oh, Junge. Nicht rotschlampen. Ah, Gott sei Dank. Man kann ducken springen, das ist so cool. Ja, auf jeden Fall hier runter. Ich habe keinen Bock, jetzt den ganzen Weg zu laufen. Ja, kurz geblutet, passt. So. Da. Die Makarov und alle anderen Varianten sind scheiße. Gut. Das waren aber nicht alle. Wir müssen noch welche rumlungern. Ja, hier. So. Gut, was fehlt denn noch? Farm mache ich jetzt nicht, da müssen wir jetzt da hier. Jawohl, komm, wir machen das einfach schnell. So. Machen kurz einen Sicherheitsspeicherstand. So. Perfekt. Ah, perfekt durchgekommen. So, und hier auch. Puh, Alter. Nämlich, wenn man den Bolzen wirft, entsteht ein kurzes Zeitfenster, dem man da durchrennen kann. Das nutze ich halt da aus. Ist simpel, aber schwer umzusetzen, weil es braucht sehr viel Übung. Wir werden nun ein zweites mutiertes Tier finden, nämlich, ich habe es gerade gesehen. Das nicht gescriptet, alles hier ist simuliert, also alles abhängig vom Spieler. Diese Viecher. Die nennen sich, steht der Name hier. Die nennen sich Flash. Einfach Fleisch. Das sind mal Schweine. Das sind degenerierte Schweine. Die haben ihre Füße verloren. Ihren Nacken und ihr Gesicht wurde aufgepresst. Durch diese Emission. Und guckt sich das an. Widerlich, ne? Das ist locker. So. Weil das hier ist ein Schweinefarm. Da kommen die. Hier ist übrigens Safe, der sich mal aktivieren wird. Also. Irgendwann wird man vielleicht einen Stalker töten, dessen Info dann diesen Stash aufräumt.
Eröffnet. Come back for the reward. Perfekt, dann nehmen wir noch das hier noch mit von ihm. Waffen und Rüstung bringen nicht wirklich viel Geld, deswegen lohnt es sich nie diesen mitzunehmen. Und ich, oh fuck! Aua! Vielleicht muss ich die Blutung stoppen. Das war eine große Blutung. Fuck, Junge! So. Und wir laufen wieder zurück. Rückwärts ist ein bisschen schwieriger, aber ich versuche mein Bestes. Warum hat er nicht geworfen? Einfach durchrennen. So, perfekt. Wieder das gleiche. So. Es ist möglich, aber es ist nicht so einfach. So, fressen wir ein bisschen Wurst. Brot mit Wurst. Wirklich. Ich weiß nicht, ob das nur ein russisches Ding ist oder ob das generell von Slawen so ist, aber ich weiß nicht warum, aber das Leckerste, was ich in meinem Leben gegessen habe, war einfach eine simple Scheibe Brot und Wurst dazu. Simple Wurst. Keine... Oh Junge. Keine besondere Pfefferwurst oder sowas. Einfach eine ganz normale herkömmliche Wurst aus Rind, I guess. Oder Schwein, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Fleisch nicht aus. Und das ist das Leckerste, deswegen habe ich gerade diese Kombo gegessen. Diet Sausage. Ist ein Mix of Chicken und Soja. Geil. Und das Stalker ist ein Soyboy. Ich meine, ich benutze dieses Wort ironisch, ne? Also wer solche Sachen unironisch verwendet, dem ist nicht zu helfen. Das ist eigentlich das Tutorialgebiet, da lernt man so, oh, wie Remoulin funktionieren. Und ich finde diese Remoulin so geil, wie das Ding sich so langsam hochwirbelt und einfach zerfleischt wird. Ja, das ist geil. Übrigens, an der Stelle muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie sein Name ist. Andrei Tarkovskis Stalker basiert auf das Buch, wie heißt es? Picknick am Wegesrand von den, was steht da? Strugatsky-Brüdern. Gutes Buch, lese ich gerade. Ich muss mal fertig lesen. Aber es ist wirklich sehr gut. Es geht darum, dass eine unbekannte Alienrasse die Erde besucht hat und in ihrem Besuch quasi eine Mülldeponie dagelassen hat. Ja, ihren Unrat. Dieser Unrat ist die Zone in Kanada. Eine abgesperrte Zone, in der sich eben übernatürliche Phänomene und Gegenstände sich befinden. Anomalien oder Fakten. So, was hat er für einen Job? Okay, gut, das war's. Und ja, das ist quasi die Inspiration von Tarkovskis Stalker gewesen. In dem halt eben diese Reise gezeigt wird. Die Reise in die Zone, weil im Buch geht es auch darum, die Reise in die Zone ins Herz zu machen. Zu einem monolith-ähnlichen Gegenstand, der Wünsche erfüllt. The Wish Granter. Und darum geht es auch im Film, aber der Film hat eher einen. Also während der Roman eher ein Sci-Fi-Adventure-Approach nimmt und auch eine nicht so subtile Message hat, in dem der böse Westen halt eben durch seine Wunschgaben versucht, Leute zu korrumpieren. Hat der Film einen anderen Approach und der Film stand halt eben von Tarkovsky. Tarkovsky war jemand, der stark christlichen Glaubens war in Russland, also der Sowjetischen Republik Russland, die zum größten Teil entweder atheistisch oder orthodoxe Kirche war. Und der war stark christlich. Und der Film hat diesen leicht christlich-esoterischen Approach und ist eher ein Kunstfilm statt wirklich ein Sci-Fi-Film. Mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre, die man praktisch beißen kann, wenn man will. Und ja. Das hat dann GC World im Kopf gehabt.
Weil die waren Fans von dem Buch, so wie dem Film, weil die sind wirklich gute Medien. Die sind wirklich gut geschrieben, wirklich interessant und faszinierend. Und die hatten halt eben auch mal eine Reise in die Sperrzone von Tschernobyl gemacht, nachdem jemand die Idee hat, das hier eben spielen zu lassen, dieses Videospiel. Erst waren sie dagegen, aber als sie dann dort waren, die Atmosphäre für sich selber gespielt haben, waren sich jeder einig, wir müssen das hier machen, wir müssen, das Spiel muss darum handeln, wie es halt in dieser Sperrzone von Tschernobyl passiert ist. Und dadurch ist halt die Zone entstanden. Und ich finde, GSC World hat ja komplett abgeliefert. Auch wenn dieses Spiel quasi ein Cyberpunk ist. Es kam unfertig raus, Features haben gefehlt, es war ein Development Hell, aber es war gut. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es war unfertig und sehr verbuggt am Anfang, aber es war gut. Es hat eine Immersion und Atmosphäre, die kein Spiel davor hatte. Gut. Jetzt genug Lore gedroppt, wir machen weiter in der Hauptstory. I'm here for the job. Yeah, so I need a job. Was hat denn noch so? Chunk of Meat, das habe ich nicht, ne? Ich habe nur Stormblood, Ranch und Jellyfish. Ja gut, die verkaufe ich. Ja, so. God and Sebastian missions for me. Listen, marked one. I've done some thinking and here's what I'd like to offer. Generally speaking, what you really need is to find Strelok, right? Let's assume I do. Anyway, here's the thing about Strelok. There's a stalker that goes by this name. They say he's found a path to the northern reaches of the zone. That is a virgin area, a real gold mine for artifacts. Anyway, I can help you find him. However, as you can imagine, it won't be a free ride. You'll have to work it off. But in the long run, we'll both benefit. You're going to waste that Strelok fella and find out what happened to you, and I'll find... well, I mean, I'll get my share of our mutual profit. So what do you say? Deal? Go on. All right, listen. You mean business, I can see that, and I mean, we need guys like you. We're doing sort of an investigation with some other traders. We want to open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something or someone is trying to hamper our progress. How the heck this Strelok managed to sneak through, I don't know. You see, there's this one area where your brain starts boiling. An eerie place. Anyway, to cut a long story short, a couple of guys have been spying on those grounds for me, not far from here. Apparently the ones at the Agroprom Research Institute have dug up something major. I'm positive it has something to do with the center of the zone. Anyway, whatever they've dug up, it's secured somewhere in the third floor of the Institute. We really need this stuff. You know what I mean? I think so. Once you have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the Stalker Bar at 100 Rads. I'll upload the coordinates and all the data you need to your PDA. Clear? Gotcha. You'll need to go north through the garbage, then turn west. You'll end up at the Agroprom Research Institute after a few kilometers. And be careful. The radiation level is way too high at the garbage. So I suggest you invest in some anti-rad. Or some vodka. Well, good luck. Gut. Wir können auch Fragen stellen. What happened to me with her? I'd like to find out more. Ich werde nicht alles vorlesen. Ich werde das Relevante vorlesen. Und dann all seine Dialogoptionen durchzugehen, würde ich jetzt mal nicht machen. Außer mich interessiert wirklich was. Also machen wir es so, wenn es euch wirklich interessiert, schreibt in die Kommentare eure Fragen zu diesen Spielen oder was ihr gerade gesehen habt und wissen wollt, dann beantworte ich das alles. Ich meine das ernst, ich möchte das alles nicht vorlesen. Und es ist auch nicht wirklich interessant für euch, das alles hier wieder als vorgetragen zu bekommen. Ich würde es interessant finden, aber die meisten nicht. Vermute ich mal. Außer ihr wollt wirklich, dass ich hier Sachen vorlese, wie wichtige Lore oder sowas halt. Wenn ihr das wirklich wollt, einfach in die Kommentare schreiben, ich mach's dann.
Gut, machen wir Folgendes. Wir brauchen gleich diese Pistole nicht mehr, weil ich werde die vom Military Dude abknüpfen. Also verkaufen wir beide. Meinen alten Suit brauchen wir nicht. Der kann auch weg. Alle Artefakte können weg. Yep. Yep. Thorn kann weg. Das brauche ich alles nicht. So. 5.641. Sind die Preise übrigens brutal teuer. Also wirst du sehen. Ein Medipack kostet 300. Zwei davon. Gleich sind wir schon bis über 600. So. Bandagen. 720. Passt. Gut. Wir haben ein bisschen wenig Shotgun-Munition gerade. Ich kaufe noch. Kommt 30 Schuss. Okay, seine Preise gehen eigentlich. Wie würde es ein Suit kosten? Ja, direkt 61, direkt hier 60.000, Alter. Gut, ich glaube, es würde erstmal reichen. Würde jetzt nicht sehen, was mir fehlen würde. Wie kosten wir 4.400, Alter? Ja, komm, wir haben eh genug Geld. Wir brauchen ein bisschen stärkere Waffen gegen das Militär. Und dann verkaufen wir noch ein bisschen Munition von mir. Bringt kaum was. Verkaufen wir ein bisschen Pistolenmunition. Ja. Und kaufen dadurch jetzt die 9x19 Munition. Oh. Gut, ich könnte die Waffe kaufen, wir haben keine Munition dafür. Gut, dann kommt es wieder raus, dann nehmen wir wieder Munition mit. Gut, das wird aber passen. Wait. Not bad. That's my... So. Und ab geht's in den Norden von Corden. Wir gehen in den Norden von Corden, nämlich laufen hier rechts zum Carpark, holen den Stash, töten die Military Dudes und dann Abfahrt. Jetzt beginnt die Hauptmission. Und bevor es losgeht, lese ich mal kurz noch aus meiner Diary vor. Who am I? Damn it, it's all a haste now. I remember a car that drove me somewhere for a long time and my whole body hurt. There was darkness. What happened before that? I have no idea. So confused. Now this fat guy calls me the marked one. Probably because of the strange tattoo on my arm. Worauf übrigens Stalker steht. And then there's this weird mission to kill some guy called Strelok on my PDA. Is it even my PDA? Looking at Strelok's photo, I'm not even sure if I knew him or not. Damn it. It's all like a bad dream you can't wake up from. What to do? Where to go? And worst of all, who am I? Okay, calm down. Control yourself. The monologue is a bit cringy, but... Egal. The first thing I have to do is... do some jobs for this Sidorovich. He claims to have saved my life after all. It shouldn't be too bad. I'll take a walk, calm down myself and perhaps my head will be clearer. First impressions. Well, got some fresh air, saw the local wildlife. Interestingly, I seem to remember some of it already, but it's all in a haze. Had a chance to try the local amusement called Anomalies. Judging by the fact that I survived, I've probably come across them before, but my brain stubbornly refuses to remember. Sidorovich is one clever bastard. He knows he can use me almost for free, and that's exactly what he wants to do. Still, maybe he'll help me find this bloody Strelok fella. He's my only connection with my past. The first deep raid. So I'm going on my first deep raid into the zone. The target is the Acropom Research Institute. I need to recover some documents belonging to a military expedition. Apart from the mission, the trader gave me some information about an area to the north. On the way to the zone center where the brains boil, probably more of a legend than a fact, but since there's clearly something wrong with my head, I probably should take a look at it and talk to some people. Alter, was langer Satz! You never know, maybe I've seen that before. Also, the trader told me that Strelok discovered a way to get through the area and the traders want to know it. The reasons are clear, they want to access untouched artifact fields. Well, I'm going to help them, I guess. Das ist nicht so wichtig, lese ich nicht vor. Wenn er von diesen Anomalien und Duty und sowas halt alles vorgelesen bekommen wollt aus dem Training, das mache ich. In die Kommentare schreiben. Egal wer schreibt. Wenn einer schreibt, ja, ich werde es machen. Gut. Aber nach dem allem machen wir es, denke ich mal, auf dem Weg zum Norden. Übrigens, diesen Spruch, Good Hunting Stalker, habe ich auf Deutsch auf mein Handy. Auf mein Handy-Sperrbildschirm unten stehen.
wo es zum Beispiel steht, Romans Telefon oder sowas halt. Und es ist ein bisschen komisch, wenn das jemand lesen würde, der nicht weiß, was Stalker eigentlich genau heißt, weil es... Da denkt er, warum würde er sich selber als Stalker bezeichnen? Ist der verrückt? Ist der ein Spinner? Nee, bin ich nicht. Ja, ein bisschen schon, aber ich bin kein Spinner. Warte mal kurz. Lad mal kurz die Shotgun um auf, was ist Lachs? Sind quasi dicke Gewehrkugeln. Dicke Gewehrkugeln, die von der Muskete. Wir laufen mal da rum. Wir laufen da erstmal nicht rein. Wir haben ein bisschen Gewicht. Wir haben 22,4 Kilogramm von 50. Deswegen wir sprinten nicht mehr so schnell, wenn wir jetzt zum Beispiel wenig anhätten. Da ist noch ein Stash. Und die fighten gerade. Ja, komm, ich lasse sie erstmal fighten, lass sie ein bisschen schwächen und wenn die geschwächt sind, komme ich und dann reap ich die Überbliebenen. Und die KI ist sehr, sehr schlau in diesem Spiel. Also, die hat manchmal ihre Macken und ist sehr, sehr unfair. Aber wie sie agieren, zum Beispiel, dass sie in Gruppen arbeiten oder. Dass sie in Gruppen arbeiten oder dass sie anfangen zu flankieren und versuchen einen zu überrennen, wenn es passt. Zum Beispiel wenn er nachlädt oder gerade zurückläuft, dann versuchen die euch Druck zu machen. Alter, was? Wow! Wie lebt er noch? Ach, ich hab's Lachs deshalb. Ja gut. Und das finde ich ja sehr cool von der KI, dass sie halt in Gruppen agiert, flankiert und eben auch versucht, aktiv Deckung zu suchen. Beziehungsweise sich so klein zu machen, wie es geht, weil sie nicht getroffen werden wollen. Das sind wirklich Welten, wie sich momentane NPCs, Gegner-NPCs verhalten und... Da könnte ich eine Scheibe von abschneiden, aber sollte fair sein. Ich finde, die beste Gegner-KI, die es in einem Videospiel gibt, kommt von Doom Eternal. Weil die Dämonen, die agieren in einem Team und sind meiner Meinung nach auch nicht unfair. Wir nehmen hier alles mit und schwingen wieder raus. Die Beschreibung haben wir bekommen. Ja gut, mächtig. Wir nehmen mal einen Wodka. Es ist immer noch viel, komm, wir nehmen noch einen Wodka. Und essen Wurst. So. Das war nicht das Dash. Oh Gott. Gut, da muss ich nochmal drauf. Ah, der Stash ist dort. Gut, nehmen wir schon mit und rennen raus. Huch, das war jetzt ein bisschen peinlich. Ja, es geht runter, komm, wir lassen es runterlaufen. Bin ich ein bisschen ab hier, aber passt. Das Spiel hat einen Survival-Aspekt, aber es ist nicht so dramatisch, also ihr müsst jetzt nicht aktiv gesagt, essen oder gucken, dass eure Hydration hoch ist oder so. Es wird euch angezeigt, wenn die niedrig wird, aber es ist jetzt nicht, dass man da die ganze Zeit dran denken muss. Und ich wäre froh, wenn Stalker 2 wieder so ein bisschen mehr Survival-Aspekt hat. Und nicht nur reine Story-Game. Weil ich finde es wirklich gut gemacht. Und ich würde gerne mehr davon sehen, von den Mechanics. Eben wie das Survival, der Survival- und Crafting-Aspekt zum Beispiel. Ähnlich wie bei Gamma, nur von GC. Und nicht von Hobby-Entwicklern. Okay, wir haben hier 4 Soldaten. Die sind da hinten. Und einer hier links. Okay, gut, machen wir das so. Wir machen die gute Roman-Taktik. Ich weiß nicht, wir machen einen Roman-Ambush. Ich öffne Nate. Und während die Nate explodiert, fange ich an zu schießen. Naja, damit die Hölle einbricht und die Gegner nicht verstehen, was abgeht. Okay, gut, legen wir los. So, stell hier vorrennen, hinter Deckung. Irgendwo hinten. Ja, die sind da. Ah, besser. Gut, machen wir mal. Müsste weit geflogen sein, oder?
Ja, es war richtig, aber nicht weit genug, glaube ich. Und in diesem Spiel Deckung verwenden sehr viel Lehnen. Ich habe ein Problem damit, weil man kann nicht auf normalen Wege das einschalten, dass man es toggeln kann, weil ich mag jetzt wirklich nicht diese Sachen zu toggeln. Aber für mein Lieblingsspiel, also eines meiner Lieblingsspiele, kann ich mich dran gewöhnen. Warte, ich wechsle die Munition, ich brauche Backshot. Puh, das war's. Wir haben den Punkt geklärt. Perfekt. So, jetzt looten wir die. Gib her. Und du auch. Wie viel Munition haben wir für die PM? Eigentlich genug, wir brauchen nicht mehr so viel sammeln. Machen wir dich auf. Einer von diesen Leuten ist Offizier und der hat eine Legendary Ford 12. Ich weiß gerade nicht, wie Ford mit T. Da die hier. Ford 15, so, nicht 12. Die macht ein bisschen mehr Schaden, oder was steht hier nochmal genau? Wo ist die jetzt hin? Ah, da, hier. Experimental Prototype of the Ford Pistol. Ja, die schießt ein bisschen schneller und ist ein bisschen präziser. Mit einem Walter P99. Ja gut, die ist jetzt präziser, aber wir brauchen die Munition später, deswegen anladen wir die. Oh. Der MP5? Der hat schon den MP5? Gut, dann nehmen wir die mit, entladen wir die und droppen die. Laden wir die. Also ich würde schon mal sagen, das ist ein sehr guter Start. Laden wir die auch nochmal durch. Gut, dann... Das ist eigentlich sehr gut. Und ich habe nicht wirklich viel Damage genommen. Übrigens, ich spiele auf Master und ich würde... Ein Anfänger, der mit Stalker anfängt, würde ich empfehlen, spielt auf dem Schwierigkeitsgrad, der euch zusagt. Wollt ihr eine einfache Experience haben und leicht in das Spiel reinkommen, spielt Novice. Also die leichte Schwierigkeitsstufe. Das ist sogar ein Silencer. Den machen wir weg hier mit dem Ding. So. Sehr nice. Spielt's auf Norbert, wenn ihr eine ganz einfache Experience haben wollt. Kurz leise. A stalker by the name of Fox is coming back from a raid. Looks like he had a rough time and needs help. He came back with some type of critters all over him. He says he won't last long. He just might know something about Strelek. You gotta go see him right now. Here are his coordinates. Gut. Was soll ich jetzt sagen? Alter, was soll ich jetzt sagen? Ah, ja, spielt auf den Schwierigkeitsgrad, der euch zusagt. Wollt eine ganz leichte Experience. Spielt auf Norwest, wollt ein bisschen schwieriger, macht was in der Mitte. Wollt aber wirklich die True Stalker Experience und wirklich das, was die Entwickler gedacht haben. Spielt auf Master. Es wird brutal schwer sein. Ich verarsche euch nicht, es ist nicht so, oh, ist ein bisschen schwierig, sondern es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Medkit, gib mir ein Medkit, hier ja. So, ich muss sehr schnell lesen. Ich sage gleich wieso. Puh, thanks, okay, now I'm listening. Be fair, play that told me you might know something about Strelok. Why is everyone talking, taking such a keen interest in him lately? Okay, I can say now I know him personally. We did communicate though. My guys took some shots at him once. No one got hurt. It was clear his party had been waiting for someone else. So we parted in peace. Passed each other. Across a raven and went to the separate ways. Siri, my brother, it's out the hunger garbage. I dish with the squad, it's so you. Oh fuck! Viel besser als die PM. Deswegen schnell vorlesen, weil das Skript ist zu früh. Die spawnen zu früh, die Hunde, und greifen dann zu früh an. Hey man, you saved me twice, and that's not something I forgot. Take this, that's all I got. Thank you. Okay. Aber ich will nicht so sein, deswegen lesen wir mal kurz den Rest vor. Vielleicht haben wir alles hier drin. Hier bei Logs. It was clear his party had been waiting for someone else, so we parted in peace. Cut
each other out across the ravine and went on our separate ways. Serim, my brother, is now in the hangar at the garbage. I'll dish you his coordinates so you do have a chat. He knows more about Spurlock. Be careful at the exit. A small gang has settled down in those parts. By the way, I got a few monsters chasing me and it doesn't look like they've given up yet. You mind helping me deal with them? It's a walk in the park, really. Die haben das Skript halt zu früh laufen lassen, als der Text schon da war. Und die meisten können nicht so schnell das durchlesen. So, the trader's useful information. The trader didn't let me down and I'm grateful to him. He gave me a leg up in my search for Spurlock. Apparently a stalker called Fox has shown up nearby and he's asking for help. Sidorovich thinks Fox might know Spurlock. Beating Fox. I met up with Fox. It's that bad news, good news scenario. The bad news is that he knows little about Spurlock. The good news is that his brother called Siri knows more. It seems Siri is in a hangar about 2 kilometers north of here. In some dump full of radioactive waste. My task is clear, get there before he leaves. Gut, und bevor wir das machen, werden wir natürlich hier das hier noch alles durchsuchen und dann in der Nacht vorpreschen. Aber wir haben 5 Uhr, warum ist es so dunkel, Alter? Ich glaube wegen dem Regen. Weil die Wolken halt drüber sind. War hier noch was? Nee. Ah, hier oben war was. Genau, die Kisten. Einfach Artefakt im Rumwabern. So, gehen wir hoch. Nein. Gehen wir hoch. So. Hier rüber. Lass uns hier unten droppen, machen die Kiste kaputt. Putz. Bin sogar hochgesprungen. Oh mein Gott, Jungen. So, nimm das. Na, das ist schon aktiviert. Nimm das Brot hier mit, wer auch immer hier gehaust hat. Der ist tot oder nicht mehr hier. Ich mach das kurz weg, damit es nicht mehr so rumbackt. So. Nimm den Rest mit. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, jetzt sind wir geladen. Wir haben wirklich genug PM-Munition, Schalke-Munition, die nehme ich nicht mehr mit. Oh. Da vorne liegt jemand tot. Okay, ist friendly. Beziehungsweise neutral. Lioschka-Block. Okay, komischer Name, aber wir haben jetzt wenigstens einen Stash von ihm bekommen. Stashes und so würde ich dennoch mitnehmen, also Nebenquests jetzt nicht, aber so Stashes geht immer. Wie das hier zum Beispiel. Aquastrahl, komm, Wodka rein. Das ist aber ein bisschen chillen, weil wir haben jetzt nicht wirklich viel. Ich hätte Anti-Red kaufen sollen, aber ich habe auf den Trader nicht gehört. Ach, das verletzt. Ich dachte, das... Doch, nie! Der schippt eine Leiche. Seht ihr das? Wie cool das ist. Ich lasse ihn mal in Ruhe fressen. Oh, er ist abgehauen. Das ist übrigens ein Teil von Stalkers Lebenssimulation. Na, komisch formuliert. Sagen wir Artificial Life von Stalker. Worauf sie sogar ein, lass mich nicht lügen, Patent haben oder ein Paper halt. Ein Paper, in dem sie halt beschreiben, wie sie es gemacht haben. Das nennt sich A-Life. Komm, wir werfen den Nate, aber nicht so stark. Brauchen wir nicht so gar nicht so stark werfen. Hat getroffen, oder? Ja, aber es hat nicht gekillt. Gut, laden wir nach. So, bis du wirklich ein schnelles Nachladen. Fressen wir ein Brot. Nee, fressen wir Tourist Delight. Bisschen AP zurück, brauchen wir gerade. Oh fuck, ich hab ihn gar nicht gesehen, bin ich blind, ey. Der war namengerecht, Leute. So. Hallo. Ich mag das gar nicht. So. Tja, er wollte mit mir spielen, er hat die Quittung dafür bekommen. Mann, war das ein cooler Spruch, Roman. Hab ich nicht auf gelootet? Nee. So. Hab ich keinen bekommen. Gehen wir rein.
nichts. Ein Jahr nichts. Okay. Gehen wir weiter. So garbage. Da muss ich actually anfangen mit anderen Stalkern zu traden, weil ich habe kein Antirat und es wird ein Problem. Kill the Bandit Leader. Ich nehme mal kurz einen AK, weil da vorne ist ein Mann, den wir retten können. Warum sind die schon aggrot? Warum die hingeschossen? Aber warum war die schon aggrot? People, this is the commander of the neutral squad. We've kicked the bandits out of the derelict machinery scrapyard. Hä? Expecting counterattack. We're low on numbers, so everyone's welcome to give us a helping hand. Collier, wo ist Collier? Der ist doch hier in der Umgebung, weil oben links sind die zwei. Okay, er aimt dahin. Ist er hier? Ich will immer Medikit. Oh nein, nee, du holst ihn nicht. Du holst ihn nicht. Aber warum waren die schon geaggrot? Normalerweise sieht man die da rumstehen, den Typen da bedrohen. Und nicht so. Okay, gut. Nee, das stört mich nicht. Komm her. Nein, bleib doch stehen. Thanks, man, you really helped me out. I won't forget it. What's going on here? We are trying to clear the garbage of bandits. My friends are going to ambush a bandit squad nearby. If we don't stop them, they'll take control of the garbage and nobody will be able to go deeper into the zone. Talk to our commander. He and his men are near here. At the machinery scrapyard. I'm going there myself. You can go together if you want. Let's go. So. Wahrscheinlich auch die anderen looten, bevor... Was schon jetzt passiert, weil... Braucht nicht das. Aber dass ich plötzlich direkt angefangen zu schießen... Das hatte ich noch nie in einem Playthrough. Dass ihre Waffen so gut geladen sind auch nicht, Alter. Aber gut, beschweren kann man sich da eher weniger. Packen wir doch weg und reden mit Beth, der Typ. Hi, Stalker, you're just in time. We could really use your help. Those bandit bastards are trying to take control of the garbage. We had a shootout here half an hour ago and managed to take down three of the dogs. The others retreated, but I'm dead certain they're going to come back with reinforcements any minute now. There aren't too many of us left and another man wouldn't hurt. Go on. We've set up an ambush for them. They'll be coming from the west, from the Arc from Research Institute. Help us destroy the reinforcements and you won't regret it. Okay, I'll pay if you. Looten wir noch schnell die Leute hier. Der hat ein Artefakt, das will ich haben. They're coming, perfekt. So, dann nehmen wir uns eine Ambush Position. Ich nehme meistens gerne die Ecke hier. Alles durchladen. Okay, alles durchgeladen. Shotgun auch. Ja, Shotgun durchgeladen. AK. Nicht ganz durchgeladen. Gut. Packen Granate aus. Hier wieder die gleiche Taktik. Granate und losschießen. Die Hölle bricht los. Falls ihr... Ich glaub nicht, ich glaub's doch nicht, dass... Oh mein Gott, die Shotgun. Oh, das war der Bandit, den ich töten musste. Ah. Ah. Oh, ihr Blier. Es sind noch mehr, warte, ich hoffe, von den Nate. Hier hin. Scheiße. Boah, blöd. Junge, ich hab den weggebonkt. Jetzt dich. Zoom. Du machst ja kein Splinter Cell, Bro. Okay, gut. Jesus Christ. Great job, boys. We wiped them out. Everybody have some rest. And you, Stalker. Come over here. Let's have a chat. Also,
Ich werde eine Korrektur annehmen müssen. Ich muss die Drop Rates, glaube ich, anpassen. Die sind viel zu hoch und ich glaube nicht, dass es normal ist. Das ist mir das ist wirklich zu viel. Ja gut, das waren alle. Wie viel Schockmunition habe ich? Ich habe eigentlich genug. Ich brauche nicht wirklich die Munition. Ich brauche so 9x19 wie das hier. So. Medikit und sowas brauche ich. Ja, das loote ich nicht mehr. Speichern. Gut, und talk to Beth. Sind wir noch mehr Leute gedroppt? Ich hoffe nicht. Nee. So, hallo. Thanks, man. You really helped us out here. Will you accept some cash as small token of our gratitude? Sure. Here, you should pay for the medical treatment to recover your health. Thank you. I know quite a lot. I could share some information with you. Das ist nämlich nicht wirklich Trade. Ich kann nicht wirklich was eintraden. Ich könnte aber Geld bekommen. Okay, das ist 650, 1300. Auge nimmt er auch. Perfekt. So. Und dann noch. Slugs könnte ich ihm verkaufen, weil wir haben mittlerweile Waffen, die besser sind in Ranges als die Shotgun. Da können wir ein bisschen PM-Munition verkaufen, weil wir finden, die Sand am Meer. Guck mal, wie ich das mache. Unglaublich. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Trotzdem verkaufen wir die mal, wir ein bisschen Gewicht verlieren, ist immer gut. Vor allem ich, Alter. Nummer 19 ist wichtig, vielleicht nicht verkaufen. Shotgun-Munition kann ich jetzt mal ein bisschen verkaufen. Ja, das passt. Kriegen wir ein bisschen leichter und kriegen Geld dafür. Pät sich nicht auf, by the way. Also macht das nicht, was ich gerade gemacht habe. Thanks, I don't think Finger ist. See you. Frage, ob die anderen vielleicht was haben. Nein, tut mir leid. Ganz sitzen bleiben, ich brauche nichts von dir. Vielleicht du? Nichts, okay. So. Ich mache immer ein Safe. Ich weiß nicht, wie gut die Mod Autosaves macht. Deswegen mache ich einfach mal immer da wieder ein Safe, wenn das groß passiert, wie zum Beispiel eine Quest wurde beendet oder ein Encounter ist vorbei. Weil da würde man normalerweise wegsafen. Gut, hier kann ich Sachen einlagern. Wir lagern mal die Bandit Jacket ein, weil kommen wir nochmal zurück. Ihr wisst was, wenn wir die mitwerfen. Wir brauchen eh nicht so. Also, wir werden sehr früh wieder einen neuen Händler haben. Und ich sehe es jetzt nicht ein, jetzt da hin und her zu rennen. Aber ich habe das hier fertig und ich muss zurück zu Sidorovic, um es abzugeben. Und hier sind neue Stashes. Okay, wir machen das folgendermaßen. Wir rennen nochmal zurück. Wir speichern hier, rennen zurück. Ignorieren alle Encounter, hauen einfach ab. Holen die Stashes. Traden ein bisschen wieder mit Storovic, geben die Quest ab. Also geben Quest ab, traden ein bisschen und dann gehen wir wieder hier hoch. Und bei Fox vielleicht nochmal kurz handeln, weil der hätte jetzt vielleicht was. So, jetzt nämlich dieser Stash dort aktiviert. Da müssen wir kurz rüber. Komm. So. Ja, und Stalker oder generell hier GC World, die machen richtig gute Spiele. Falls ihr RTS mögt, also sowas wie. Ähnlich sowas ähnliches wie Age of Empires. Oder Empire of Earth oder Empire on Earth. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Checkt mal Cossacks aus. Die Cossacks-Reihe von GC World. Die ist ziemlich gut. Und nicht vom Paycheck zu Paycheck gelebt haben. Oh, mein Pistol ist leer. Seht ihr, die Pistole ist gar nicht mehr effektiv. Ich hab's nicht getroffen, ey. Oh! Wo kommt das Ding her? Okay, gut, das lässt mich in Ruhe. So, nämlich hier im Rohr ist ein Skinner Anomaly. They took this coat off the body of that one of the stalkers who died in the Anomaly Fruit Punch. Having laid on a long time in the anomaly, the code obtained the ability to speed up metabolism. Ja, take all. Das macht nämlich hier folgendes.
Ich glaube, man bekommt mehr aus Essen, Energy Drinks und ähnliches raus. Eine coole Idee. Brauche ich aber gerade wirklich nicht. Hallo. I'm here for the job. Oh mein Gott. Ey, es hat sich so gelohnt, zurückzukommen. Gut. Moment. What the heck? Ja, Small. So. Entladen. Gut. Ausrüsten. Great. Gut, das wird schlechter, weg mit dir. Alle Artefakte können weg. Moment, warte. Die AK kann weg. Seht ihr? 186, fast nichts wert. That's my boy. Was ist das für ein Job? Clock of Beat habe ich immer noch nicht. Gut. Hier kriegst du Ranch, Jellyfish. Die ganzen Suits. Mehr muss ich gar nicht verkaufen. So, ich brauche von dir aber alle Enterwets. 2400. 2600, 2800. Krieg ich noch mal 800 Rubel. Was kann ich noch für 800 Rubel kaufen? Ich glaube, alle Bandagen. Ja, Energy Drinks. Ja, geht auch noch. Perfekt. Medikit wäre, glaube ich, zu viel. Nee, das passt noch. Perfekt. Ja, damit. That's my boy. You've made my day. See you. So. Good hunting, Stalker. Well, good hunting, Stalker. Meine Worte. So. Speichern ist immer quasi in der Stadt oder halt im Bereich der Ukraine, die sie nicht einfach raus konnten. Und allein wegen dem habe ich so wirklich verschwindet, wenn es delayed wird. Es tut zwar weh, wenn es delayed wird, also die letzten drei Delays haben wehgetan, aber sind wir ehrlich, die wissen ganz genau, was momentan abgeht in der Gaming-Branche und sie wissen auch, dass es auch viele Arschlöcher gibt, die ihre Situation nicht ernst nehmen und dann eben auch das Spiel dann schlecht reden. Und generell wollen sie ihre Fans nicht enttäuschen oder generell die Leute, die halt wie viele Jahre auf dieses Spiel warten. Call of Pripyat. Oh nein, die habe ich jetzt gar nicht gebrauchen können. Call of Pripyat, das letzte Stalker-Spiel, kam. Ich muss näher ran. Das war zu kurz. Ich habe keine Granaten mehr, schön. Call of Pripyat kam ja 2009 raus. Und 2012 hätte eigentlich. Oh fuck. Stalker 2 hätte 2012 rauskommen sollen. Oder zumindest halt announced werden. Aber da halt eben so aus, als ob die Firma schließen würde und jetzt gar nicht mehr kommen würde. Irgendwann. Geh von selber weg, das halte ich durch. Also nach 15 Jahren noch ein Spiel zu bekommen, hätte ich nicht erwartet. Vor allem eins, das so promising aussieht. Selbst wenn es einem nicht gefällt, wo man eher, sagen wir mal, die Tactic-coole Alternative Anomaly oder beziehungsweise Gamma bevorzugt. Selbst wenn das Spiel ist modbar. Nicht am Anfang, aber es wird Mod-Support geben. Keine Standalone-Mods, wie es Gamma ist. Weil Gamma ist eine riesige Mod-Package, Mod-Pack. Sowas wird es nicht geben, aber es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, es zu modden. Ihr müsst halt das Spiel natürlich dann kaufen. Was ich fair finde. Wir müssen ehrlich sein, ich meine, wir haben die. Also was ist hier? Ich habe nicht mal einen Finger gerührt in der Modding-Community. Ich habe nicht eine Mod kreiert. Ich habe nicht einmal in der X-Ray Engine was umgeschrieben. Ah, doch, habe ich. Aber das war mit dem Tutorial und ich habe da nichts davon gelernt, wirklich. Oh, scheiße. Ja, ich komme zur Hilfe. Ich kann das sagen. Und ja, deswegen... Ich probiere, wenn es euch nicht gefällt, probiert Stalker 2 aus, kauft es euch. Die Mods werden helfen. Daddy? Ich kann nicht reden, wir müssen erstmal helfen hier. Medkit. Wir brauchen mehr Männer.
Jemand schiebt mich. Jemand im Waggon einfach. Oh fuck. Ich muss ein bisschen. Ah! Weißt du was? Ich gebe auf seinen Gift. Ah! Прикрывай, я пошел!